Kannst du den Wagen laufen lassen, rufen. Kommen wir gerade wieder. Salut miteinander, sorry, dass ich kurz störe. Mein Name ist J.J. Müller von Zürich Wammerdingen und etwas muss ich da loswerden. Sorry, verkältet. Nein, was mir wirklich auf den Senkel geht, als Raucher wirst du total diskriminiert. Angefangen schon im Spunten. Also ich kenne keinen einzigen Raucher, der je von einem Passivraucher Geld hat wollen. Weißt du, wie ich meine? Hey, los, jetzt rauchst du seit 2 Stunden eine nach der anderen und ich bekomme den ganzen Rauch ab. Ehrlich? Dann machst du auch 6.90 Franken. Nein, abgesehen davon. Nichtraucher sind wesentlich weniger tolerant als Raucher. Weißt du, wie ich meine? Hey, los, den Rauch stört mich, er stört mich. Er stört mich, er stört mich, er stört mich. Ah ja, er stört dich. Und mich bringt er um, schon mal dran gedacht. Ja, aber ist trotzdem ein Nichtrauchertisch. Ah ja, und wann hat er mit Rauchen aufgehört, hä? Hure Pfeife. Sorry, Frosch im Hals. Nein, klar wollte auch ich mit Rauchen aufhören, oder? Aber ich habe einfach nicht die richtige Methode gefunden. Akupunktur, Nikotinpflaster, Kaugummi. Hey, Kaugummi, die Sie habe ich auch nur geschickt, um die Zeit von der einen Zigarette zu der anderen zu überbrücken. Ein Nachbar von mir hat sogar einmal mit Hypnose versucht. Hey, das hat tatsächlich funktioniert. Der hat mit Rauchen aufgehört. Ist wirklich wahr. Gut, dafür auftritt zu der Scheisse aus und hat schon 2 Briefträger gebissen, oder? Und dann sagen sie immer wieder, ein Raucher zu küssen sei so wie einen Aschenbecher auszuschlecken. Hallo, das stimmt also nicht, ich habe es ausprobiert. Aber mir hat noch kein einziger Aschenbecher seine Zunge in den Hals geschoben. Und dann behauptet sie immer, wer ein Leben lang raucht, stirbt 10 Jahre früher. So ein Hurenseich. Mein Grossvater hat das Leben lang geraucht und dem geht es immer noch eins an. Wenn am Gang besuchen, du den Hüpfer auf dem rechten Bein wie eine junge Gazelle entgegen. Gut, das Link haben sie mir entsorgt, aber ich meine... Sorry, Katar. Nein, aber er ist ein geiler Sieg. Ganz ein geiler Sieg, der Grossvater. Ganz ein geiler... Dem seine Wohnung solltet ihr mal sehen, du. Dem seine Wohnung... Gut, man sieht nicht viel wegen dem Rauch. Und seine Tapeten sind der Fange so geil, die könntest du in der Apotheke als Nikotinpflaster verkaufen. Gut, für Grossmutter ist er beziehungstechnisch gesehen natürlich ein Totalausfall, oder? Was, 6? Ja, kannst du dir vorstellen. Der geht anfangen mit dem Feuerlöscher ins Nest. Und seine Arztpsyche werden dann nicht mehr von der Krankenkasse gezahlt, sondern von der Tabakindustrie gesponsert. Hey, der Guy hat schon 2-mal den goldenen Kehlkopf gewonnen, oder? Geil ist er. Jetzt aber abgesehen davon. Tabakindustrie. Gutes Stichwort. Ich meine, was würde passieren, wenn wir weltweit ein Rauchverbot einführen? Was meint ihr? Die Runde ist frei. Könnt ihr euch äußern? Gut, ich habe es noch halb gedacht, und JJ sagt es euch. Jetzt müsst ihr hören, listen, aufpassen, attention. Roger, fahr ich ein, weißt du, glatt das ich. Also, rein hypothetisch, was passiert jetzt mit dem einfachen Tabakpflanzer in Südamerika? Arbeitslos, Tabakindustrie, Millionen von Arbeitslosen, die chemische und die Werbeindustrie, milliardenhöhe Ausfälle. Ergo, der Drogenbaron in Südamerika wird verunsichert, weil er den grössten Drogenhändler der Welt, nämlich die CIA, nicht mehr beliefern kann, schiesst dann unkontrolliert auf Katzen, Hunde und Meersäu, schlussendlich auf den Nichtraucher und aufgrund von den ganzen Verknüpfungen kannst du den Weltfrieden spülen, Weihnachten ist auch noch Marsch und warum? Weil Kind aus Lehmen kein Aschenbecher mehr formen. So ist es, so war es, hat mir der Toni Brunner persönlich erzählt. Jawohl. Danke, Willa. Kannst du mich noch wählen? Nein, ich meine, es wäre doch alles nur noch heimlich, oder? Irgendwo in den Wäldern versteckt Guerillaraucher. Zu Abend kommen sie zu den Büschen aus, schleichen um die Hütte herum und rauchen dann noch den Geranium zum Topf aus, oder? Nein, stell dir mal das Stadtbild hier in Bern vor, also 500 Typen mit Azaleenstöcken vor den Schoren, oder? Darum sage ich immer, wer einigermaßen vernünftig ist, normal, sozial engagiert, raucht. Dort hin haben wir einen. Nein, ich meine, Raucher sind nützlich. Raucher sterben früher. Ergo entlastet das AHV. Wohnungen und Arbeitsplätze werden schneller frei. Und findest wieder einen Parkplatz in der Stadt. Und jetzt etwas ganz anderes. Organspende, rein hypothetisch. Was machst du jetzt mit 46 Raucherlungen? Die Runde ist frei, könnt ihr euch äußern.
Gut, ich habe noch halber gedacht. Der JJ sagt es euch. Hey, Roger, immer noch da. Gell? Glatter Sicht. Also, rein hypothetisch. Wenn du jetzt mit einer Dampfwalze über 46 Raucherlungen fräsest, hey, da kannst du jetzt aber jeden Vorplatz von einem Einfamilienhäuschen easy teeren. Easy. Biologisch super abbaubar. Und wenn die Lungen vom Grossvater noch drunter liegen, sparst du den Weg auf den Friedhof. Kannst jeden Morgen drüber, kannst ihn fragen, wie geht's, dann sagt er, mir ist Luft ausgegangen, weißt du, wie ich meine. Gut, beim Grossvater helfen im Moment kein Medikament mehr, der braucht einen Rußpartikelfilter, oder? Aber er hat jedes Mal eine Scheissfreude, wenn ich ihn besuche. Das Erste, was ich mich einmal frage, hast du mir ein Zigarette? Jetzt haben sie noch zum Kirchenchor ausgerührt, oder? Ich war beim Halleluja-Singen immer ein bisschen hinten drin, so Halleluja, Halleluja. Singt jetzt beim Bo Katzmann im Chor mit, oder? Nein, der hat's ihn doch. Dann hat's ihn doch beim letzten Konzert hat's ihm das hure Gerätli verjagt. Also, Halleluja, halle, halle, ist ihm voll aufs Hörgerät gegangen, so. Gut, aufgrund vom Pfeifen findest du ihn jetzt einfacher in der Wohnung, oder? Großmutter sowieso. Was ist? Was? Ja, komm gerade. Sorry, ich muss los. Hallenstadion läuft das Konzert. Man braucht mich. Die Nebelmaschine ist ausgefallen. Also gehen wir jetzt rauchen. Der Ima kommt im zweiten Teil wieder. Ciao zusammen. Du bist fidelis. Die gelben Finger magst du nicht. Und dann die Lunge noch ein Gruß von mir. Das ist der Raucher-Husten-Blues. Der Raucher-Husten-Blues. Das ist der Raucher-Husten-Blues. Ey, das ist der Raucher-Husten-Blues.